Hallo und herzlich willkommen auf All Wheels Outside. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mittlerweile in Rumänien angekommen. Wenn man von Ungarn nach Rumänien fährt, verlässt man zwar nicht die EU, aber den Schengen-Raum. Das bedeutet, dass an dieser Grenze wieder normale Grenzkontrollen stattfinden. Natürlich haben wir auch Aufnahmen von dem ganzen Vorgang, da aber an den meisten Grenzen ja das Filmen nicht erwünscht ist, möchte ich die hier nicht online stellen und euch nur die Geschichte erzählen. Für uns stellte sich zuerst die Frage, in welche Spur fahren wir ein? Wie an so einigen Grenzen gibt es Spuren, die mit einem LKW-Symbol gekennzeichnet sind und auf der anderen Seite Spuren für PKW und Busse. Jedoch ist kein Wohnmobil-Symbol zu erkennen. Das LKW-Symbol bedeutet ja normalerweise Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen. Von daher müssten wir uns dort einordnen. Aus Erfahrung weiß ich aber, gemeint ist damit, hier haben sich Fahrzeuge des Gütertransports einzuordnen, die intensiver kontrolliert werden. Also wählte ich die PKW-Spur. Und schon ging der Spaß los. Der Grenzbeamte hielt uns auf und gab mir gleich Zeichen, dass ich in der falschen Spur wäre. Ich versuchte ihm also auf Englisch zu erklären, dass wir ein Wohnmobil haben und damit eigentlich auf der Personentransportspur abzufertigen sind. Dies kam jedoch bei dem Beamten nicht ganz so an. Er ließ sich auch kurz die Papiere zeigen, wies uns aber an, wir müssten umdrehen und sollten uns wieder bei den LKWs anstellen. Ich hatte keine Lust, mich ganz hinten bei den LKWs einzureihen, also fuhren wir entgegen der Fahrtrichtung zurück zu dem vorigen Kontrollpunkt und ich stellte mich vorne an die Spitze der LKWs. Ich versuchte den beiden Beamten vor Ort zu erklären, dass ich mich auf der anderen Spur eigentlich richtiger fühlte und dass wir ein Wohnmobil haben. Aber der Beamte uns hierher geschickt hat, wir sollten hier kontrolliert werden. Aufgrund der Kameraüberwachung hat man natürlich sofort wahrgenommen, hier läuft was nicht planmäßig. Es kam gleich der Chef des Grenzübergangs mit einem PKW angesaust. Der sprach zum Glück Deutsch und ich habe ihm die Situation dann erklärt. Zunächst war auch er der Meinung, wir müssten uns hinten an den LKWs anstellen und nicht vorne an der Spitze. Ich erklärte ihm also auch nochmal die Problematik, dass wir keinen Gütertransport durchführen, sondern lediglich zwei Personen im Fahrzeug sind und wir ein Wohnmobil haben. Er wollte dann von mir nochmal in den Papieren gezeigt bekommen, wo drin steht, dass wir ein Sonder-Kfz-Wohnmobil über 2,8 Tonnen sind. Dann sagte er, wir haben doch alles richtig gemacht, wir müssen auf die Spur zur Personenabfertigung. Ich solle ihm folgen und dann ist er mit Warnblinklicht und hoher Geschwindigkeit wieder zu dem Punkt zurückgefahren, an dem wir herkamen, hat seinem Kollegen kurz erklärt, wir sind richtig auf der PKW-Spur. Der hat die Papiere geprüft, sie an den rumänischen Kollegen weitergereicht. Das ging dann alles ganz fix. Der Rumäne brachte uns die Papiere zurück, wünschte uns gute Fahrt und wir konnten die Grenze überqueren. An unserem ersten Nachtplatz in Rumänien, den wir hier gerade schon wieder verlassen, wurden wir kurz vor dem Schlafengehen noch von einem Sicherheitsdienst kontrolliert. Jemand aus der Bevölkerung hatte uns wohl für Putins Vorhut gehalten und dort angerufen. Das waren aber ganz nette Leute und wir konnten die Situation schnell auflösen. Ich habe mich ausgewiesen, man hat noch ein Foto von meinem Ausweis und von dem Nummernschild gemacht und uns weiterhin noch einen guten Aufenthalt in Rumänien gewünscht. Dass wir dort am Fluss übernachten wollten und auf der Wiese standen, war für die Herren überhaupt kein Problem. Beide Nacht suchten wir uns einen schönen Platz an einem Bachlauf in einem Waldstück aus, das, wie wir dachten, deutlich weiter von der Bevölkerung entfernt ist, so dass es nicht wieder zu erneuten Irritationen kommen könnte. Dann stellten wir aber fest, der Weg, der auf unserer Karte endete, führt wohl doch noch irgendwo hin, denn das, was für uns Deutsche wie ein Feldweg aussieht, war für die örtliche Bevölkerung wohl eine ganz normale Straße. Einige Autos fuhren an uns vorbei, die Fahrer grüßten uns, wir grüßten zurück, niemand störte sich daran, dass wir auf der Wiese standen, denn auch die örtliche Bevölkerung nutzt den Platz für kleine Festivitäten. Direkt neben uns wurde eine Feuerstelle aufgebaut, es kamen ein paar Leute mit einem großen Gulaschtopf und bereiteten eine Party für den Abend vor. Mit der Zeit kamen immer mehr Leute, zum Teil mit PKW, zum Teil zu Fuß und auch der örtliche Schäfer kam mit seinen Schafen vorbei. Das Feuer loderte und aus dem Kofferraum des einen PKW kam laute Musik. Gegen 23.30 Uhr war die Party dann vorbei.
Wir merkten langsam, wie entspannt die Rumänen doch alle sind. Jeder macht hier so sein Ding und stört sich nicht an den anderen. Für uns geht es jetzt weiter nach Michaux de Sousse. Wir wollen dort mit der Wassertalbahn, also mit dem alten Dampfzug, fahren. Für euch gibt es nun die Strecke in Form von einigen Impressionen. Das Straßennetz in Rumänien ist wirklich sehr abwechslungsreich. Anhand der Karte kann man eigentlich nie feststellen, ob die geplante Straße geteert sein wird oder geschottert ist und wie gut die ausgebaut ist. Wie aus dem Nichts tauchen Baustellen auf. In Deutschland wäre die Strecke dann komplett gesperrt. Hier fährt man einfach durch die Baustelle weiter. Die Brücke war auch gut. Wie ihr seht, sind auf dieser Seite keine Schilder angebracht. Da sie nicht in Topform scheint, muss man schnell entscheiden, geht oder geht nicht. Ich dachte mir, das wird schon passen. Auf der anderen Seite scheint es aber doch Schilder zu geben. Und so wie es aussieht, auch eine Höhenbegrenzung. Er winkt. Hab's gewusst, auf der Seite steht 5 Tonnen. 5 Tonnen und 3 Meter Höhe. Wir haben 7 Tonnen und 3,8 Meter. Ist ja schön, dass das nur auf einer Seite dran ist. Wir sind ja absichtlich nicht die größten Straßen gefahren, aber zumindest am Anfang waren wir schon einige Male überrascht, was so alles als Straße in der Karte eingezeichnet ist.
Straße, und die nehmen wir dann. Witzig, was einem im Wald alles so begegnen kann. Mit diesen Oldtimern habe ich hier jedenfalls nicht gerechnet. Hier ist wohl ein größeres Fahrzeug durch und hat eine Leitung abgerissen. Da sind wir, in die Show de Sous. Im nächsten Teil fahren wir mit Dampf. Wenn ihr mitfahren wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten.